geht's gut. Wir haben heute endlich mal wieder ein Beauty-Video vor uns, auf was ich mich echt mega freue. Sehr, sehr viele von euch hatten mich gefragt, ob ich nicht mal wieder ein richtiges Beauty-Video machen kann. Und deswegen mache ich das heute super gerne. Ich hatte heute auch wirklich sehr, sehr viel Lust dazu, muss ich sagen. Denn ich habe mir überlegt, euch einfach mal meine 15 coolsten bzw. genialsten Lieblingsdrogerieprodukte vorzustellen. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall etwas Cooles für jeden von euch dabei sein. Und vor allen Dingen auch etwas Neues, denn viele von den Produkten sind wirklich noch richtig neu jetzt im Sortiment. Wichtig ist, dass ihr dem Video eine Bewertung hinterlasst, wie ihr das Ganze findet. Denn daran sehe ich, ob ich noch weitere Beauty-Videos in Zukunft drehen soll oder vielleicht lieber nicht. Aber jetzt geht's wirklich erstmal los mit dem Video. Starten wir mit einem Produkt, welches ich seit einigen Wochen wirklich täglich im Gebrauch habe. Wie ihr gemerkt habt, ziehe ich mir ja seit einigen Wochen regelmäßig einen Eyelinerstrich. Und mit diesem Eyeliner hier geht das wirklich super, super einfach. Das ist der Essence Dip Eyeliner in Wasserfest. Und ich finde den Auftrag wirklich sehr, sehr gut von diesem Eyeliner. Er ist richtig schön tief schwarz und das allerbeste, er verschmiert wirklich überhaupt nicht. Das zweite Produkt trage ich auch gerade und zwar ist es von P2, der Miss Perfect Lip Chubby. Das ist ein matter Lippenstift. Ich trage auch genau diese Farbe hier. Ich besitze auch bisher nur diese. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch eine zweite nachkaufen, weil ich den echt super, super gut finde. Erstmal hält der richtig gut und dann ist er im Auftrag wirklich so eine perfekte Mischung zwischen matt, aber trotzdem nicht irgendwie austrocknend zu den Lippen. Auf keinen Fall fehlen dürfen auch die Balea erfrischenden Reinigungstücher. Die benutze ich schon seit Jahren immer zum Abschminken und ich habe zwischendurch mal andere ausprobiert, kehre aber immer wieder zu diesen zurück, weil ich die einfach top finde. Und seit einigen Wochen bin ich total auf so einem Haarkuren-Trip und probiere richtig viele aus und da wollte ich euch diese kleinen Proben mal ans Herz legen, dass ihr euch die mal anschauen könnt, falls ihr da Interesse dran habt. Denn ich finde das echt cool, da kann man sich wirklich einfach immer so ein bisschen was Neues aussuchen und kann einfach total viel variieren. Sehr, sehr gerne mag ich hier von Glisskur die Ultimate Repair Haarkur oder auch hier von L'Oreal El Vital die SOS Aufbaukur. Und ja, ich gebe es zu, es ist wirklich kein neues Produkt, aber wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann müsst ihr euch ihn unbedingt anschauen. Es ist von Alverde, der Rose Tinted Highlighter. Kann man sehr, sehr gut als Highlighter hier an den Wangenknochen oder auch am Lippenherz oder auch sonst wo man highlighten möchte, auftragen. Aber sehr, sehr gut eignet er sich auch einfach als Augenprodukt. Das mache ich persönlich auch super gerne. Man hat dann wirklich so einen richtig leichten Schimmer auf den Augen. Es sieht super natürlich aus und geht auch super schnell morgens, was ja auch immer sehr, sehr gut ist. Und deswegen ist es echt ein cooles 2-in-1 Produkt. Das nächste Produkt ist etwas für alle Nagelinteressierten unter uns. Und zwar ist es von P2 das Ultra Rich 2-Phase Nail Nutrition Oil. So, Name zu Ende. Das ist ein Nagelöl, welches ihr auf eure Nagelhaut auftragt und was einfach dafür da ist, dass so rissige und trockene Nagelhaut verhindert wird und das Ganze schön mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und ich muss sagen, ich finde dieses Nagelöl echt sehr, sehr gut. Ich hatte auch schon andere, aber meistens sind sie dann immer wirklich sehr, sehr fettig. Das ist dieses hier gar nicht. Das zieht wirklich sehr, sehr schnell ein. Und in Sachen Lippenstift kann ich euch in der Drogerie auch wirklich die Essence-Lippenstifte richtig ans Herz legen. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal 4 Beispielfarben rausgesucht, die ich echt sehr, sehr schön finde. Einmal hier diese 2 Farben. Ich blende euch die jetzt auch nochmal aus der Nähe ein und schreibe euch die Namen dazu. Und auf der rechten Seite sind dann wirklich irgendwie so typische Kim Kardashian Farben, finde ich, weil das einfach so dunkle Rosenholztöne sind. Die sind so ein bisschen glossy, aber nicht total. Aber man kann auf jeden Fall auch nicht sagen, dass sie matt sind. Also es ist echt so ein Zwischending, finde ich. Aber auf jeden Fall halten die sehr, sehr gut, sind total schön im Auftrag. Und ich kann echt nur jedem empfehlen, mal regelmäßig seine Haare so richtig zu reinigen. Ich meine damit nicht normal mit Shampoo zu waschen, das ist ja klar, sondern einfach mit einem Reinigungsshampoo. Und da finde ich dieses hier von Balea, das Tiefenreinigungsshampoo, sehr, sehr gut. Das ist dazu da, dass euer Haar einfach mal so von allen möglichen Styling-Rückständen und auch von allen Ablagerungen entfernt wird. Und noch dazu ist das Shampoo natürlich auch ohne Silikone, was auch sehr gut ist. Von daher mag ich das echt sehr gerne. Und hier habe ich noch eine Pinselempfehlung für euch. Ich mag diesen Fächerpinsel unheimlich gerne momentan, um Highlighter aufzutragen. Ich trage jetzt heute keinen Highlighter, falls ihr ihn gerade sucht. Aber generell mag ich den echt sehr, sehr gerne. Und der ist von Evelyn und deswegen auch sehr, sehr günstig und einfach zu erhalten. Und wenn ihr mich schon länger kennt, wisst ihr, dass ich diese Clarins Eclat Minute Lippenpflege bzw. Lipglosse sehr, sehr gerne mag. Das ist ein High-End-Produkt. Das gibt es nur bei Douglas zu kaufen. Und jetzt fragt ihr euch, warum zeigt sie uns das jetzt? Ja, ich habe einen Dupe dazu entdeckt und irgendwie fand ich das ganz cool, das jetzt auch nochmal in das Video reinzupacken. Und zwar ist es von P2, diese Most Charming Lip Tints. Die gibt es auch in sehr, sehr vielen verschiedenen Farben. Ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Farben gibt es da.
Und es ist wirklich super ähnlich. Allein schon, dass die Auftragsmöglichkeit auch über so einen Applikator vorne läuft. Das heißt, es ist genau gleich wie bei diesem Clarins Eclat Minute Lipgloss. Das Einzige, was bei dem ein bisschen anders ist, ist, dass er nicht so zauberhaft riecht wie dieser Clarins Lipgloss. Aber man kann nicht alles haben. Und durch meine liebe Freundin Barbara, Barbie Loves Lipsticks hier auf YouTube, habe ich diesen Alverde Make-up Korrekturstift entdeckt. Der ist echt Gold wert, sage ich euch. Wenn ihr morgens mal wieder euren Eyeliner total versaut habt und überhaupt nicht hinkriegt, dann könnt ihr das einfach, anstatt mit einem Wattestäbchen da 3 Jahre rumzurubbeln, mit diesem Make-up-Korrekturstift entfernen, und der hält wirklich, was er verspricht. Da steht drauf, entfernt verwischten Mascara, Eyeliner oder Lippenstift. In Sachen farbiges Puder habe ich auch einen mega großen Liebling, und zwar ist es von Essence das Pure Skin Anti-Spot Kompakt Puder. Da steht auch drauf, dass es gegen Mitesser und Pickel sein soll. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, also das bezweifle ich. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, habe ich das schon tüchtig benutzt. Und wirklich ganz neu in der Drogerie ist von Essence hier dieses Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Und ich wurde da auch von anderen YouTubern angefixt, mir das zu kaufen. Denn das ist, glaube ich, schon so ein kleiner Hype momentan um dieses Fixing Spray. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es bringt das Make-up irgendwie einfach so ein bisschen zusammen, wenn man das so sagen kann. Also man sieht einfach keine Übergänge mehr. Bronzer, Rouge, Highlighter, Foundation, alles verschmilzt so ein bisschen zusammen. Und noch dazu hält es natürlich auch seinen Hauptjob und macht das ganze Make-up länger haltbar. Und noch nicht so häufig benutzt, aber jetzt schon total überzeugt bin ich von diesem P2 Sunshine Mosaic Bronzing Puder. Das sieht erstmal natürlich traumhaft aus, muss man ja einfach sagen. Und noch dazu finde ich den Effekt richtig schön. Das ist kein Konturierungspuder, also ich würde es nicht nehmen, um zu konturieren, sondern eher, um einfach so ein bisschen das Gesicht generell aufzuwärmen, also als Bronzing Puder. Oder wie der Name auch schon sagt, mit einem größeren Pinsel, einfach in dieser typischen groben Dreierbewegung. Also so trage ich es immer auf. Und ich finde, das macht wirklich einen richtig schönen sonnengeküssten Look sozusagen. Denkt auf jeden Fall jetzt dran, das Video zu bewerten, und schreibt mir in die Kommentare, was eure liebsten Drogerieprodukte momentan sind. Dann kann ich wieder so ein bisschen was nachkaufen und werde so ein bisschen angefixt. Und außerdem schreibt mir auch, welche Sachen ihr euch aus dem Video vielleicht nachkaufen wollt. Da bin ich nämlich mal super gespannt, was jetzt so die meisten angesprochen hat. Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann schaut außerdem auf jeden Fall auch nochmal bei diesen 2 Videos hier am Rand vorbei. Hier oben kommt ihr zu 10 illegalen Cheating-Tricks für die Schule, mit denen ihr garantiert bessere Noten bekommt. Und hier unten kommt ihr noch zu meiner letzten Folge Mädchenfails. Da ging es unter anderem um eine richtig große Katastrophe auf der Toilette vor dem eigenen Freund. Mehr will ich nicht verraten. Ihr findet die Links zu allen Videos in der Infobox. Und bis zu meinem nächsten Video, schaut auf jeden Fall auch bei Twitter, Instagram und Facebook und auch Snapchat bei mir vorbei. Hier am Rand sind meine Namen dort verlinkt. Ich heiße über LaurenCocoXO und auf Snapchat heiße ich LaurenCocoXX. Ich habe euch lieb und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.